Ja, hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TPF2 im Leipzig-Schirmbau. Ja, was soll ich sagen? Es gab jetzt eine lange Zeit keine Videos, beziehungsweise jetzt habe ich welche nachgeholt, die über dem Anfang des Jahres im Livestream gedreht wurden. Und ja, das Spiel hat so ein paar Probleme, was so ein bisschen das Laden des Spielstandes angeht. In der Regel bleibt es 2-4% stehen und hängt dann einfach. Wir haben eine Ladezeit von circa 40 bis 45 Minuten. Und wenn das Spiel dann bei 2% oder 4% hängen bleibt und man kriegt es nicht mit, nach 20 Minuten sollte er eigentlich weiter sein. Da muss man ja mal abbrechen und halt ihn komplett neu starten. Meistens braucht es so bis 8 bis 10 Anläufe und das ist dann noch ein bisschen art hart, ne? Wenn man das jetzt so ausrechnet, da kommen schon so ein paar Stündchen zusammen, ne? Nur zum Laden des Spielstands. Ich hatte jetzt zwischenzeitlich ein anderes Problem mit dem Spiel und scheinbar mit den Hardware-Einstellungen. Weiß ich auch nicht warum, ganz plötzlich mal wieder. Ich hatte mal einen Grafiktreiber aktualisiert, ein paar Einstellungen vorgenommen in Nvidia und auch in Steam und im Spiel selbst. Und danach lief es wieder relativ flüssig. Auch das Laden ging wieder relativ schnell. Ich dachte mir dann mal, ich probiere es nochmal mit der Leipzig-Karte. Und habe jetzt zu diesem Zeitpunkt werden gerade neun Videos geschnitten, die ihr jetzt mittlerweile schon gesehen habt wahrscheinlich. Ja. Und nahm dies zum Anlass, da es dann gestartet hat, nach dem ersten Anlauf, mal zum Anlass, hier nochmal kurz ein Statement abzugeben zur Leipzig-Karte und auch einmal nochmal einen kurzen Überblick zu zeigen. Vielleicht ist es auch schon das Ende der Karte, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich werde es in der nächsten Zeit mal beobachten, mal hin und wieder mal ein bisschen laden, vielleicht noch mal ein bisschen mitschneiden, ein bisschen ohne Stream basteln. Einmal mal so gucken, ob das Spiel, das Safe Game noch vernünftig irgendwo spielbar ist. Wenn es nicht der Fall ist und ich keine Ladeprobleme mehr habe, dann werde ich es wahrscheinlich auch wieder streamen. Oder zumindest Aufnahmen machen. Das überlege ich mir dann noch, wie ich da jetzt weiter verfahre. Wenn es denn dann so ist. Und ja, wir genießen jetzt mal ein bisschen nochmal hier die Karte. Wir machen gerade eine Führerstandsfahrt in der Testlinie, gerade von Engelsdorf über den Rangierbahnhof Engelsdorf nach und jetzt Richtung Paunsdorf. Müsste das sein? Genau, Leipzig-Paunsdorf. Und dann weiter nach Leipzig-Sellerhausen, wo wir jetzt gerade leicht durchfahren werden. Und dann begeben wir uns auch schon auf den Weg auf das Gleisvorfeld und die Einfahrt im Hauptbahnhof. Ich würde sagen, wir fliegen dann nochmal ein bisschen über die Karte, gehen nochmal die ganzen Gegenden ab. Und wenn es dann halt eben der Schluss ist, ja gut, dann ist es halt der Schluss. Schade drum, wenn. Ich versuche natürlich alles Mögliche irgendwie diese Karte weiterhin zu beleben und mal ein bisschen weiter hier drauf rumzubauen. Aber wir werden sehen. Gut, wir genießen mal noch ganz kurz die Einfahrt im Hauptbahnhof. Nebenan haben wir den Bauzug und die Gleisarbeiten an dem Gleis, wo die Oberleitung montiert wird. Wir stellen gerade die Masten auf und kommen jetzt so langsam an dem in das Vorfeld. Rechts noch ein alter Lokschuppen mit Aufbereitung für die Passagierwaggons, ist es glaube ich. Links hat eine Privatgesellschaft übernommen. Haben wir hier auch schon die Brandenburger Brücke. Ja, es fängt langsam an, wieder ein bisschen zu ruckeln. Krankheit des Spiels mit vielen Assets auf einem Fleck.
Links haben wir die Abstellung des Regionalverkehrs. Rechts gesagt, links. Rechts den Lokschuppen und das ICE-Werk. Beziehungsweise ICE-Betriebsstätte. Und jetzt nähern wir uns auch schon der Zielgeraden. Meine Damen und Herren, und hiermit erreichen wir Leipzig Hauptbahnhof. So, da sind wir auch schon mit unserer Lokomotive. Die lassen wir jetzt mal von dannen ziehen. Der ICE wartet hier auch schon, um nach Greußen zu fahren. Hier steht nach wie vor unsere Lok in der Abstellung. Der andere ICE wartet hier allerdings auch schon. Wieso haben wir zwei hier drin stehen? Kein Weg elektrisch. Ah ja. Okay. Das ist mir allerdings neu. Warum sollte der jetzt plötzlich keine Wege elektrisch mehr haben? Das macht schon gar keinen Sinn. Gut, machen wir gleich ein Troubleshooting hier drauf. Hi. Dann noch hier weder irgendwas abgerissen noch. Wir schauen mal. Wartet auf freie Wege, also der hat irgendwie noch. Okay. Warum sollte er jetzt plötzlich keine Oberleitung mehr haben? Das ist ja Quatsch. Vor allen Dingen. Wir checken das mal. Wir gehen mal die Strecke ab. Wenn ich eigentlich was anderes vorhatte. Also spätestens zu diesem Bahnhof müsst ihr kommen. Wir schauen mal weiter. Ist ja irgendwas in Greußen passiert, aber das, warum sollte er nicht weiterfahren? Kein Weg elektrisch. Der steht hier auch. Was hast du denn hier schon wieder gemacht? Was ist mit Self Game? Das hier ist aber nicht ausschlaggebend, das ist hier nur der Rand. Genau. Das sind nur die unsichtbaren Gleise.
Was machst du denn auf diesem Bahnsteig? Ist ja noch völlig verkehrt. Was ist denn hier passiert? Warum fehlen jetzt plötzlich in dem Bahnhof die Gleise? Das ist ja nun ganz was Neues. Im kompletten Bahnhof fehlen die Gleise. Okay, dann wollen wir die. Dann machen wir jetzt eine Bastelszene draus. Dann speichern wir jetzt hier erstmal. Also, ja doch, speichern wäre sowieso mal eine ganz gute Idee. Wobei, ich habe vorhin jetzt gespeichert. So. Dann. Nee, das war jetzt nicht der Bahnhof. So. Gleise.de. Wir bauen dann mal die 80er Gleise ein, war ich der Meinung, dass wir die da haben. Setzen. Kann ich denn hier keine Gleise setzen? Das ist ja schon wieder herzallerliebst. So. Also wenn das jetzt mit allen Bahnhöfen hier drüben passiert ist. Ich werde mal die Gleise mal setzen und ich mache da dann mal einen Zeitraffer drauf. Ne? Bis gleich.
Gut, an dieser Stelle, der weiß ich auch nicht genau. Das ist nicht zu. Ja. Na, immerhin, der fährt schon wieder. Fehlen die Bahnsteige wohl auch, oder? Die kommt noch nicht weiter. Okay. Noch nicht weiter. Okay, ich glaube, hier ist auch jetzt die gesamte Linie führend durcheinander. Aber das ist spannend. Das finde ich interessant. Warum hier die Gleise immer so verschwinden aus dem Bahnhof. Und ich kann ihn jetzt nicht mehr erweitern. Und hier wieder selbst die Plattformen. So, fehlen hier noch weitere. Ja, hier auch. Wer weiß, wie lange die hier schon stehen. Ich habe auch keine Leute mehr an den Bahnsteigen. Sind sie dann noch da? Hier sind auch noch alle da. Hier wird auch ein Gleis. Worten irgendwo, ich weiß nicht wo und warum, aber es fehlen Gleise und Plattformen im Bahnhof. Ist das in Leipzig dann jetzt auch so? Also Leipzig fährt ja erstmal wieder, die ECs. Ist das hier auch so? Alle Bahnhöfe kontrollieren hier. Und die Frage ist halt eben auch, seit wann das denn so ist. Weil die S-Bahnen scheinen da schon ein bisschen länger zu stehen. Die haben sich ja schon richtig gestaut, die Züge. Was war das da? Und hier sind wir eben schon angefahren, da wissen wir, dass es da ist.
Okay. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das muss ich mir nochmal gesondert angucken. Aber wahrscheinlich nicht mehr heute. Ja, wir machen jetzt einfach mal einen Überflug über Leipzig. Also das hier ist quasi der Anfang des Rangierbahnhofs in Leipzig-Engelsdorf. Da sind wir vorhin schon mal dran vorbeigefahren. Wir machen mal die GUI mal dazu aus. Teils mit Oberleitung, teils ohne. Hier haben ein paar Züge deponiert. Und haben wir hier auch den S-Bahnhof, also den Bahnhof Engelsdorf. Ich denke jetzt hier mal so kurz mal ein bisschen rüber. Ja, weitere Abstellungen. Eine Brücke, die einmal über das ganze Gleisweg geht. Wir haben hier noch ein Stellwerk. Hier drüben haben wir die Werkstattenstraße. Gute Abstellung. Auch hier sind wir noch nicht so ganz fertig. Aber haben hier immerhin schon so ein bisschen was hingelegt an Dekomaterial. Und ja, hier ein paar Holz am Eigenbau. Plus den Halt. Werkstättenstraße. Da gibt es mittlerweile auch neue Schilder, die könnte man nicht mal langsam austauschen. Aber gut. Genau. Und dann geht es hier weiter Richtung Braunsdorf. Mit unserem Überführungsbauwerk. Überwärmungsbauwerk. Eigentlich ist es eine Unterführung, aber. Naja, ihr wisst, was ich meine. Dann hier einmal Braunsdorf, den Bahnhof. Hier führt die S-Bahn-Strecke lang, wenn sie denn fährt. Dann haben wir hier oben noch die alten Gleise. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal Richtung ja, Sellershausen. Sellershausen haben wir ja hier so ein bisschen in Knick. In dem Gleis, was hier dann vorbeiführt. Und dann haben wir hier noch die stillgelegte Strecke, die Richtung Krottenangerdorf, Anger-Krottendorf. Nee, was? Den Wagen wechsle ich immer wieder, ne? Immer wieder. Anger-Krottendorf, so, genau. Ja, und selbst was im Bahnhof hier, der auch funktioniert. Gärtnerei, Tankstelle, ein paar Wohngebäude haben wir hier schon hingestellt. Dann haben wir hier drüben den Friedhof. Ein relativ großer. Hier noch ein bisschen Einkaufs- und Kleingärten und Industrie, Gewerbe. Hier oben noch ein paar Garagen. Hier noch ein paar Gebäude gestellt. Erstmal schlichtweg ohne Deko. Hier haben wir noch ein Restaurant. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie es hieß. Reutnitzer Terrassen, genau. Die Reutnitzer Terrassen. Und dann gehen wir mal hier oben Richtung weiter. Hier haben wir noch den kleinen Park, der Schule, Kindergarten, Sportanlagen. Hier kommt noch ein ID hin, da fehlt uns immer noch das Gebäude. Riesengroßer Parkplatz. Ich glaube, der hier ist vom ID gedacht. Und hier dem von der Schule, Kindergarten und Sportzentrum. Hier unsere Laufstrecke,
mal hier die von der, ich weiß gar nicht, welche Firma das genommen hat. Für eine private Gesellschaft mit ihren Dieselloks. Ehemaliges Industriegebiet. Hier mit dem abgerissenen Gebäude. Da sagen sich die Leitungen nicht, aber wir sind da doch. Genau. Dann haben wir hier den Bereich, den wir das letzte gebaut haben, bis er dann hier abgestürzt ist. An der Stelle. Dann haben wir hier noch DB Netz und Telekom und T-Mobile am Hauptbahnhof. Vielleicht ist mit dem Glasdach immer noch ganz gut geworden hier. Und ja, dann noch ein Parkhaus und Hotel. Das gebastelte Parkhaus mit Flixbus-Story war das, glaube ich. Flixbus muss gewesen sein, wo wir gefahren sind. Taxistände. Und der Vorplatz vom Hauptbahnhof. Die Straßenbahn müssen wir mal austauschen. Noch ein Taxistand. Dann hier der Vorplatz. Dann die Oper. Noch hier mit der Baustelle. Sachen müssen wir immer noch machen, fällt mir gerade auf. Kommt aber auch davon nichts, ne? Ja. Dann geht's hier noch ein bisschen weiter. Hier noch die Hotelanlage am Johannesplatz. Und dann geht's hier auch schon weiter Richtung Markt. Wenn wir so ein bisschen gebaut haben. Hier unsere Einkaufspassage im Selbstbau, die auch funktioniert, also es sind hier tatsächlich unten drunter tatsächlich kleine Geschäfte, die man natürlich von oben nicht sieht, aber wenigstens gehen die Sims einkaufen. Genau, dann haben wir hier unsere Johanneskirche mit einem Spiel, einem Wasserspiel. Baustelle, Taxistand. Der Vorplatz zur Kirche. Und dann geht's Richtung Göttler Ring. Hier vorne mit den ganzen gebauten Denkmal. Also wir haben ja schon wirklich schon viel Zeit reingesteckt in die Karte. Und so trauriger ist es, wenn die wirklich nicht mehr funktionieren sollte. Dann haben wir hier noch den Nordplatz. Mit der Allee hier zwischen. Den Zoo wollten wir nochmal bauen und dies, das und jenes. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu wirklich kommen sollten. Ne? Vorne an der Ecke ist noch ein kleiner Kiosk. Ja, Straßenmarkierung haben wir auch noch nirgendwo wirklich gesetzt. Es fehlt auch noch alles. Ach, was ist denn hier passiert? Also irgendwie ist das Spiel schon auch nicht ganz richtig, ne? Die Textur habe ich da auf jeden Fall nicht reingemacht. Das wüsste ich, hier war eigentlich blau.
als ob sich irgendwer diesen Spielstand geschnappt hätte oder irgendwas gemacht hätte. Aber gut, das ist... Naja. Gut. Ja, dann geht's ja schon weiter Richtung ICE-Werk. Und... ja, Straßenbahnbetriebswerk. Altes DB-Gelände hier oben. Hier ist wieder blau. Hier geht's. Komisch. Gut. Genau, hier die Überführung. Lokschuppen, der eine ist schon demontiert. Dann hier die ICE-Abstellung. Mit Waschstraße, ICE-Abstellung. Der fährt eigentlich schon noch. Ich weiß nicht, wie auf der jetzt wartet. Ladegeschwindigkeit 0,10 mal. Okay. Ja, gut. So, hier haben wir noch eine Abstellung. Warten noch ICEs. Gut, der fährt wieder. Genau, der hier auch, der wird geschoben. Dann geht es auch schon zum Nordplatz, also zur Nord, Leipzig Nord. Und der, bis dahin haben wir eine Baustelle hier letztendlich. Und dann gebaut bis Essener Straße. Und hier natürlich noch das Viertel mit dem Bauhandel, dem Straßenbahnbetriebswerk. Ablagerung, Sammelsurium, Baustelle. Warum der da jetzt steht, weiß ich allerdings auch nicht. Naja. Hier fährt er ja noch. Genau, Brandenburger Brücke. Und hier noch unseren Obi. Vorhin gar nicht erwähnt, den Obi, ne? Hier die Ausstellung regional. Und dann geht's hier schon raus nach nach Goles. Also Überwärmungsbauwerk, was wir selber gebaut haben. Ist auch schon ewig her. Und dann geht's hier rüber nach Goles. Bahnhof Goles. Und da geht es dann erstmal in den Untergrund, in den Schattenbahnhof. Ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Also wir haben noch nicht allzu viel gebaut. Viele Details haben wir allerdings. Aber wir müssen halt eben weiterbauen. Und da stellt sich halt eben die Frage, ob wir es überhaupt noch können und wollen und überhaupt. Wenn ich das jetzt schon wieder mit den Bahnhofsmodulen da hinten sehe, dass ich eigentlich da diesen Bahnhof komplett abreißen könnte. Und müsste. Müssen wir mal gucken. So wichtig ist es jetzt für Leipzig selbst da hinten, der Bahnhof nicht, aber da fehlt mir da schon eine andere Lösung. Wäre schade drum, ne? Mit der Stadt habe ich drüber angefangen auf der Karte. Und hat sich dann halt zu diesem Leipzig-Projekt ausgeufert. Aber gut. Ja, das ist noch so ein kleiner Überblick von Leipzig. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob wir mit der Map noch weiter spielen können. Ich werde es in der nächsten Zeit prüfen und testen, hin und wieder mal laden. Und vielleicht dann mal eine kleine Bastelaufnahme irgendwo machen. Und wenn es erstmal drüben die Bahnhöfe neu reparieren ist. Müssen wir da mal gucken. Ansonsten schauen wir mal. Also ich würde es gerne wieder streamen oder zumindest Aufnahmen für machen.
wir sind ja noch lange nicht fertig. No. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, der Überblick und das ein bisschen Gebastel und dieses Phänomen der Bahnsteige und Gleise, lasst einen Daumen da, Daumen hoch da und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, einmal auf den Abonnieren-Button klicken. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns mal im Stream sehen oder beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.